Yassas Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir erzählen hier euch den zweiten Teil von unserem Horrorwochenende, als dieser kleine Scheißer hier abgehauen ist für 3 Tage. Der erste Teil ist auf Thomas' Kanal. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut euch den erstmal an und dann hört ihr den Rest der Story hier. Nur hier. Live! Also nachdem wir dann die erste Nacht mit, ich glaube, 2 Stunden Schlaf oder sowas überstanden haben, haben wir dann schon am nächsten Tag auch einen Suchtrupp, also nicht Suchtrupp, aber eine Tiersuchhilfe auf unserer Seite gehabt und haben dann mit denen auch sehr viel Kontakt gehabt und die haben uns auch sehr viel geholfen, standen uns das war echt, die haben uns sehr echt gut zur Seite. Also die haben uns so... Also die haben uns wirklich beruhigt. Also ja. Es war einfach angenehm zu wissen, dass man jemanden hat, der sich halt mit der Thematik auskennt, ja. Der einem halt auch ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen Ruhe gibt und ja, genau. Da könnt ihr übrigens auch mal bei denen auf Instagram reinschauen. Erstmal ein schamloses Promo auf deinem Kanal. Ja, auf jeden Fall, die haben uns echt viel geholfen und haben am Ende sogar, war ich mit einem Suchhund von denen unterwegs und das war auch echt eigentlich sogar ziemlich spannend, weil der Hund dann quasi die Fährte aufgenommen hat und dann rumgeschnuppert hat und dann, wo sie dann quasi langgelaufen ist. Auch wenn das nicht der Ort war, wo sie quasi eigentlich am Ende letztendlich aufgetaucht ist. Wir waren echt so froh, dass wir die hatten, weil die haben uns immer Tipps gegeben und gesagt, was können wir machen, was nicht, was hilft jetzt, was nicht. Und wenn man halt einfach, man ist in dieser Situation so verzweifelt, dass man eigentlich, also ich hätte am liebsten den ganzen Wald, in dem ich mit ihr spazieren war, abgeholzt und dann geguckt, ob die da irgendwo nicht irgendwo so ist. So ganz Köln evakuiert und einfach mal alles niedergebrannt. Genau. Brand. Genau. Und dann einfach, um sie halt zu finden, weil es war wirklich absoluter Horror. Das klingt echt übertrieben, weil Leute sagen, ja, ist jetzt nur ein Hund und so weiter und so fort, aber man versucht ja trotzdem alles Mögliche in dem Moment zu machen. Ja. Ich meine, wir hatten sie auch jetzt erst 3 Monate, aber das auch einfach dieses Wochenende hat uns bewiesen, wie viel der Hund auch uns bedeutet. Also vor allem, als sie dann wieder da war, oh mein Gott. Ja. Der Moment, also als... Nein, das sind wir noch nicht. Okay, keine Spoiler. Ja, also eigentlich ist das ganze Wochenende ziemlich gleich gewesen. Wir haben halt viel gesucht, Flyer verteilt. Sind Flyer verteilt, Alter. Wir haben so viel Flyer verteilt. An einem gewissen Punkt haben wir so eine Manufaktur gehabt, dass die... Auf Wiedersehen, Hund. Mai, geh nicht. An einem gewissen Punkt haben wir dann einfach so eine Flyer-Manufaktur gehabt, dass die Sophie quasi die Flyer ausgedruckt hat. Eine Freundin von der Sophie, die uns dabei geholfen hat, hat dann diese ganzen Flyer in so eine Klarsichtfolie reingestopft. Und ich, der Sebastian und Elia haben dann quasi die ganzen Flyer in Köln verteilt. Und meine Strategie war dann, mit dem guten alten E-Roller, mit dem sie Sophie auf die Fresse gelassen hat, durch Köln zu fahren und dann quasi immer die Flyer aufzuhängen. Und das war mit dem E-Roller wirklich so viel angenehmer als zu Fuß, weil wir sind eh schon die ganze Zeit rumgelaufen und haben alles abgelaufen nach der Mai. Also ich bin insgesamt über 50 Kilometer gelaufen, hat mein Handy mir zumindest gesagt. Auch also wirklich bei Google Maps, man kann bei Google Maps ja diese Timeline sich anzeigen lassen, wo man rumgelaufen ist. Und ich war wirklich ganz Köln und die Füße haben eh schon so wehgetan. Bei wem wir uns auf jeden Fall auch noch bedanken müssen, ist Herr Bergmann. Und zwar ist der abends quasi bei uns in der Wohnung gesessen, falls sie nach Hause kommt, dass irgendjemand uns sagen kann, jo, die Mai ist wieder da. Also das der saß da, gut. Ich weiß nicht, ich glaube 3, 4 Stunden bei uns oder sowas. Während wir halt quasi nachts eine Schnupperspur verteilt haben, dass sie da quasi Brühespur verfolgt, weil die gut riechen und dann bis zu uns nach Hause kommt oder so. Die hat also auch so gestunken, diese Brühe. Boah. Aber auch in der Nacht haben wir, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Stunden geschlafen. Oder Sonntagabend haben wir uns dann, waren wir dann aber so fertig, dass wir dann da auch ein bisschen länger geschlafen haben. Also ich zumindest. Thomas nicht. Ich wollte länger schlafen und dann haben wir kurz bevor wir, kurz bevor wir ins Bett gegangen sind, hatte Sophie vor unserer Haustür so 2 so auffällige Lieferwagen gesehen. Ja. Und das Ding ist, wir haben halt in dieser Zeit unsere Tür offen gehabt, damit halt die mal reinlaufen kann, wenn sie halt will. Das ist tatsächlich auch etwas, was öfter passiert. Also wenn Hunde abhauen, dass die nachts einfach wiederkommen. Wenn halt die Leute alle weg sind wenn und es nicht mehr so heiß ist. Ja, und dann kommen die oft einfach nach Hause und wenn die nach verschlossener Tür stehen, dann drehen die wieder um und verstecken sich wieder. Und deswegen haben wir die Tür nachts offen gelassen, dass die eigentlich einfach nur wieder reinkommen können. Nochmal danke an unsere ganzen Nachbarn, die das alles mitgemacht haben. Auf jeden Fall hatte ich halt deswegen Schiss, dass die halt dann irgendwie da was anstellen. Und dann bin ich einfach runtergegangen, habe halt das Licht angemacht und genau in diesem Moment, als ich das Licht angemacht habe, sind die Motoren der Lieferwagen angegangen und die sind erstmal so um die Ecke gefahren und ich dachte mir so, hey, ja, okay. Dann bin ich halt so hinterhergegangen dem einen Lieferwagen und habe halt so relativ auf dann mir das Kennzeichen von dem Lieferwagen notiert, einfach weil Sicherheit ist sicher. Dann glaube ich, dass er das auch gesehen hat und dann ist er abgedüst. Und danach ist auch nichts mehr passiert, aber ich hatte trotzdem Angst, dass sie zurückkommen und habe mich dann mit einem Campingstuhl vor unsere Wohnung gesetzt bis um 5 Uhr morgens und konnte dann letztendlich auch nur bis um 8 Uhr morgens schlafen, weil uns da ein bisschen was dazwischen gekommen ist. Aber was ist da uns dazwischen gekommen? Am Montag um 8 Uhr.
Ich war wieder 5 Minuten wach und plötzlich klingelt einfach mein Telefon. Und es hat einfach Tasso angerufen, die eine Meldung bekommen haben davon, dass ein Hund gefunden wurde, der auf die Beschreibung von der Mai passt. Und dann bin ich aufgesprungen, habe da direkt angerufen, die Nummer, die mir Tasso durchgegeben hat. Und die haben mir auch gesagt, wo sie genau sind, wo wir hingehen müssen. Und wir haben direkt eine Decke eingepackt, Leckerlis und sind direkt los. Also ich bin eigentlich quasi im Schlafanzug rausgegangen. Das Ding ist, ich weiß nicht, entweder habe ich nicht richtig zugehört oder irgendwas übersehen oder die Sophie hat die Story ja, nicht ganz erzählt, weil was ich zu dem Zeitpunkt immer noch dachte, wäre, dass es einfach nur ein Hinweis ist, dass die jemand gesehen hat. Und solche Hinweise haben wir ja schon öfter gekriegt, deswegen war ich da halt auch ein bisschen skeptisch, weil ich versuche mir halt in so einem Moment immer nicht zu viel Hoffnungen zu machen, weil ich halt dann Angst habe, extrem enttäuscht zu werden. Und dementsprechend dachte ich halt, es wäre einfach nur ein Hinweis. Und dann irgendwann, als wir gerannt oder als wir dann hingelaufen sind, und das Ding ist, ich habe halt auch extra gesagt, ja, lass doch jetzt nicht so laufen, weil dann machen wir ja Angst, wenn die da ist. Und dann sie so, ja, nee, die haben die Mai, die haben die Mai. Und dann habe ich erst gerafft, dass sie die schon haben. Na, auf jeden Fall sind wir dann da hingegangen und wundern ziemlich nett empfangen von ein paar Mitarbeitern von dem Bürogebäude, weil sie war letztendlich einfach das Wochenende über eingesperrt in einem Parkhof. Also die blöde da war einfach ein Bürogebäude und auf dem Parkplatz von dem Bürogebäude, wo Freitagabends das Tor zugeht, war sie einfach eingesperrt, weil niemand gemerkt hat, dass sie da drin war, bevor das Tor zuging. Richtig. Und als dann montagmorgens die ganzen Mitarbeiter zurückgekommen sind, saß da plötzlich einfach ein Hund in dem Hof rum. Als wir die dann quasi dort gesehen haben, habe ich natürlich erstmal aus meinem Rucksack meine Leckerlis ausgepackt und hat sie vor sie schön einfach so ausgeleert und die hat das direkt gefressen. Hat aber auch, also ihre erste Reaktion war nicht so, oh mein Gott, die sind wieder da, sondern es war so, ach, euch kenne ich, ja, hallo, streichel mich. Aber die war erst schon also ein bisschen zurückhaltend und dann kam die aber, die kam schon direkt und hat sich streicheln lassen. Ja, ja, also sie hat es auch direkt gerafft, aber sie war halt nicht, also es ist halt auch so typisch für sie, dass wenn sie irgendwie in der Umgebung ist, sie hat uns nicht angesprungen kennt. Oder so. Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir sie nach Hause getragen, also haben sie wirklich getragen in der Decke, weil die halt gefroren hat auch ein bisschen. Ich hatte die Leine in der Hand und er hat sie gerade so getragen, so dass voll er auf jeden paranoid. Fall auf keinen Fall abhauen kann. Und dann kamen wir nach Hause, meine Mutter war auch bei uns zu Hause mit den 3 Hunden. Und dann, als wir die Tür zugemacht haben, ist sie auch abgegangen wie Schmitz Katze. Also die ist rumgehüpft, hat rumgequietscht. Also so auch eigentlich gar nicht so typisch für sie. Und dann hat sie noch mitgekriegt, dass die anderen 3 Hunde im anderen Raum waren. Und dann ist sie komplett ausgeflippt, ist zur Tür hingerannt, ist an der Tür hochgesprungen. Die hat sich so gefreut, dass einfach alle da sind. Die ist so ausgerastet, dass es fast ungesund war. Alter. Du musstest die wirklich so fast festhalten, weil die sich sonst wehgetan hätte. So ist die abgegangen, Alter. Das ist echt unglaublich gewesen. Also die hat sich so gefreut. Echt. Also wir waren alle einfach so erleichtert, wir waren ja total müde. Ja. Thomas hat halt noch mal weniger geschlafen als ich. Und wir waren einfach echt alle froh, dass sie dann wieder da war. Das war so krank, das war wirklich so heftig. Wir haben uns auch darauf eingestellt, dass die erstmal ein paar Tage lang komplett durch den Wind ist, aber die war direkt wieder die Alte. Die war so nach einer Stunde, die war direkt... Die war einfach, ich glaube, sie war einfach froh, dass sie wieder zurück war. Also die hat auch, glaube ich, einfach in der Zeit gemerkt, dass sie es dann, also auch wenn sie mal Straßenhund war und das mal kannte, ich glaube, dass es ihr doch ganz gut gefällt, so jetzt mit so 2 Bekloppten zusammen zu wohnen und die ihr essen geben. Ja, na, die jeden Abend essen geben, genau. Ja, das ist eigentlich so die Story. Sie ist jetzt auf jeden Fall wieder da und ihr geht's gut, sie ist heile, sie hat nicht irgendwie irgendwelche psychischen oder physischen Schäden da mitgenommen, außer ein paar aufgeschürfte Pfoten. Mhm. Aber sonst geht's ihr gut und darum sind wir einfach echt so froh, weil wir haben alles Mögliche erwartet, also wirklich. Wir haben wirklich alles. Wir haben so viel Zeit und Mühe da investiert. Klar ist es irgendwo das Mindeste, was man tun kann, dass man alles tut, um den Hund wieder zu finden. Aber wir haben so wenig geschlafen, wir sind so viel rumgerannt und gelaufen und gesprintet. Also wir haben das jetzt 4 Tage oder 3 Tage gemacht und ich persönlich hätte es nicht noch 1 oder 2 Tage länger machen können. Ich wäre da wirklich zusammengebrochen. Also das war wirklich so krank. Es war so belastend, nicht nur psychisch, sondern auch wirklich körperlich, dass ich echt froh bin, dass wir die dann gefunden haben, weil noch länger hätte, glaube ich, keiner von uns beiden das noch gesund mitmachen können. Man muss auch dazu sagen, dass wir auch einfach bereit waren, einfach nachts im Park zu liegen und zu warten, bis der Hund wiederkommt. Also ganz kurz noch, und zwar für alle, die vielleicht auch ein Haustier haben. Meldet eure Hunde bei Tasso an. Ohne Witz, auch wenn ihr die Flyer verteilt. Also klar, damit macht ihr die Leute darauf aufmerksam, dass der Hund abgehauen ist. Aber die nehmen so viele Leute keinen Zettel mit und reißen sich keine Nummer ab. Das machen hauptsächlich nur Hundebesitzer. Und wenn irgendwelche Leute die sehen, dann einfach nur dieses Schild, denken sich, okay, Hund ist abgehauen und laufen weiter. Und das behalten die dann im Hinterkopf. Aber sobald die dann den Hund finden, dann fangen die an zu fragen, okay,
ich habe einen Hund gefunden, wo rufe ich an? Was finden die zuerst? Tasso. Die rufen direkt bei Tasso an. Und deswegen, Leute, meldet euren Hund da an. Einfach nur dafür, dass ihr über Tasso erreichbar seid. Ist so wichtig. Wenn ihr euer Hund abhaut, ruft bei der Polizei an. Ruft auch regelmäßig dort an. Sagt denen, wenn euer Hund ängstlich ist oder sonst was und dass die nicht hingehen sollen. Die haben damit auch kein Problem damit, wenn ihr die nervt. Und die haben da auch volles Verständnis dafür. Es sei denn, ihr habt einen kompletten Vollidioten. Letztendlich muss man da halt wirklich bei der Polizei anrufen. Viele von euch denken jetzt vielleicht, hey, sind die voll übertrieben, weil es nur ein Hund. Ja. Letztendlich ist es ein Hund, der komplett geisteskrank durch die Straßen rennt und halt wirklich, wenn die da noch einen Tag länger wäre, früher oder später wäre ein Unfall passiert. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil die ist ja komplett wahnsinnig über die Straße gerannt. Und eine Konsequenz, die wir jetzt da gezogen haben, die natürlich nicht jeder machen muss, aber wir haben, oder die Sophie hat ihr jetzt einen GPS-Tracker gekauft. Und kriegt jetzt immer zum Gassi gehen an. Wenn, ja genau, und wenn ihr vielleicht jetzt, es muss natürlich nicht jeder Hund so ein Ding haben, aber wenn ihr jetzt vielleicht einen Hund habt, von dem ihr wisst, okay, der ist mega ängstlich. Vor allem, wenn das ein Straßenhund war. Straßenhunde haben eine extreme Tendenz dazu, irgendwann mal abzuhauen, weil die manchmal einfach in den Modus kommen, schneller in dem halt sowas dann passiert. Ja. Das ist nichts Persönliches, das hat nichts mit euch zu tun, warum der Hund abhaut. Das hat damit zu tun, dass der Hund auch irgendwo Trauma hinter sich hat. Gerade so Hunde aus Rumänien und Co., sag ich mal, wie die Maya halt auch einer ist, wo die Hunde wirklich zum Teil einfach extrem verstört sind und dann einfach manchmal so einen Moment haben, wo sich einfach ein Schalter umlegt und dann sind die einfach nicht mehr wirklich, die sind nicht mehr sie selbst. Auch allein schon der Fakt, dass der Hund zwar so abgehauen ist, aber als sie zurück war, war die ja mega happy und jetzt ist sie auch wieder ganz normal und die ist sogar noch anhänglicher als vorher, wenn sie nicht vorher eigentlich schon war. Und also nehmt das nicht persönlich. Wie gesagt, ruft die Polizei an. Auch wenn ihr einen Hund seht auf der Straße, der abgehauen ist, ruft die Polizei an. Das klingt so drastisch, aber die wissen Bescheid in den meisten Fällen. Und die können es weiterleiten. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr also nicht einfach Hund ignorieren oder sowas. Wenn ein Hund ohne Besitzer herumläuft, dann ruft die Polizei an. Klar solltet ihr nicht, wenn ihr irgendwie in einem Park ein Hund ohne Leine rumläuft, direkt Polizei anrufen, sondern guckt euch um, ist da irgendwo ein Besitzer, der vielleicht hinterher rennt oder was weiß ich. Aber wenn da keiner ist, ruft die Polizei an, ruft Tasso an. Versucht aber nicht, jeden Hund einfach einzufangen, sondern guckt, wie der Hund reagiert, lässt er sich vielleicht anfassen, könnt ihr zu dem hingehen. Wenn nicht, der direkt von euch wegräumt, dann lauft dem nicht hinterher. Ruft die Polizei an oder Tasso und sagt, wo ihr den gesehen habt und das war's. Macht mir bitte nicht, weil sonst kann es noch zu viel schlimmeren Unfällen kommen als sowieso schon. Ah ja, genau. Und wenn ihr noch ein bisschen seelische Unterstützung haben wollt, dann ruft auf jeden Fall eine Tiersuchhilfe an. Wir können auf jeden Fall euch die empfehlen, bei denen wir waren. Ich verlinke den Instagram-Account nochmal in der Beschreibung. Ich glaube, das war's dann eigentlich schon. Haben wir alles gesagt? Ich könnte noch so viel dazu sagen, aber dann wird das Video ewig gehen. Ja, ist echt so. Ich verknall's mir. Video. Gut, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall nochmal beim Thomas vorbei, falls ihr euch das Video zu Ende angeguckt haben solltet, was überhaupt keinen Sinn macht, weil Teil 1 bei ihm ist, aber guckt euch trotzdem an, guckt euch nochmal an, guckt euch dreimal, viermal an, das würde uns freuen. Schaut bei ihr auf Instagram vorbei und schaut auch bei der Mai auf Instagram vorbei. Ja. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Wenn meine Hand verheilt ist, dann gibt es auch wieder normale Videos. Schön. Dann gibt's wieder Essen, yeah. Aber darf ich sagen, Leute, haut rein.